In Kaiserslautern sind Sascha Schwarz und seine Kollegen noch immer dabei, ein Messi-Haus leer zu räumen. Plötzlich bekommen sie Besuch. Meine Tochter wird jetzt sagen, Papa, warum hast du mir die Maus nicht mitgebracht? Guck mal, die hat aber irgendwie Bock, so ein Rampenlicht, gell? Die ist verzweifelt, wir haben ihr Häuschen weggeräumt oder so. Ich möchte nach Hause. Ja, das ist natürlich für die das perfekte Winterquartier. Ja, hier gibt's Fressen, hier gibt's Lebensmittel, hier gibt's alles. Die haben warm, können sich verstecken. Das ist für die ein Paradies. Ja, das ist ein richtiges Mauseparadies hier. Komm, wir hören auf. Ja, Maus, ich find, wir können nicht mehr weitermachen. Die Maus, nee. Die muss hier bleiben. Nee, mach ich sag weiter. Das Ganze ab jetzt. Ich sag das Ganze jetzt ab hier, das ist unmöglich. Also mir macht's nichts aus. Für die Auftraggeberin müssen sie ein paar Dinge finden. Hast du die Nähmaschine gefunden? Ja. Ist er drin? Ja. Ein Stück der Woche. Juhu. Tatsächlich hatten wir das Glück gehabt, dass wir die Overlock-Nähmaschine gefunden haben, die auf dem Zettel steht. Ich hätte es selber fast nicht geglaubt, aber ja, und in dem ganzen Müll hat sie tatsächlich gestanden. Kommst du mal? Nicht ganz so handlich ist das nächste Stück, das aus dem Haus muss. Aber gehen tut alles. Bist du ein bisschen nur durch, ich muss ein bisschen nur dein Kumpel nicht zum Weg stehen. Schubst mich doch in den Hals. Entschuldigung. Ich drehe so komplett seitlich. Pass auf, dass du die Tür nicht kaputt machst. Genau. Marlene ist länger. Wie hast du es da? Warte mal. So, aber kann man so einen Hammer abschlagen? Ja, wo ist denn der Hammer? Die Fensterbank irgendwo. Zeig mir, dass du eine Maschine bist. Genau. Killer. So, jetzt geht's. Du bist einfach nur eine Maschine. Was soll ich sagen? Komm mal nicht durch. Okay. Die Mission ist schon mal gescheitert. Ich würde euch schon helfen, aber ich habe echt keinen Bock. Komm, wir tragen das Ding noch rüber. Nachdem du es jetzt 10-mal eine Matsch hast fallen lassen, ja, habe ich Bock. Manni, wir übergeben das mal an dich. Locker. Locker, flockig. Locker zu hoch. Jawohl, Andi. Zieh. Andi. Kriegen die 45 Kilo geballte. Das ist, ich glaube, der wiegt 50 mittlerweile. Echt? Ja. Mhm. Aber das ist doch okay, oder? Ja, sieht gut aus, der hat ein Netz. Also mittlerweile sind jetzt tatsächlich alle drei Container voll. Mehr geht auch nicht mehr oben drauf. Da kommt dann ein Netz drüber, dass nichts runterfällt. Aber dann war es das tatsächlich aber auch. Also mehr schmeißen wir jetzt wirklich nicht mehr drauf. Im Wohnzimmer können Sascha Schwarz und Christian Huberti den roten Sessel vom Müll befreien. Also das ist zum Beispiel eins der Sachen, die gesucht wurden in de, von der Familie, womit er auf der Liste gestanden hat. Mich wundert es, dass sie sich an sowas überhaupt noch erinnern können, wenn man mal überlegt, wie lange der jetzt schon hier zugedeckt war. Aber gut, wenn sie es erwünschen. Ich bin froh, dass wir ihn doch gefunden haben und dass er eigentlich noch bis aufs Dreckige, hier, ne? Eigentlich noch in einem sehr guten Zustand ist. Und dann freut man sich, dass man dann die Sachen überbringen kann, die sie sich wirklich wünscht und dass sie die Sachen, die sie gemocht hat oder immer noch mag, wirklich dann auch wieder benutzen kann. Und die Schatzsuche geht weiter. Das ist auch das Nähkästchen von der Liste. Nach 8 Stunden haben sie 2 der 6 Zimmer im Messi-Haushalt leergeräumt. Noch weitere 4 Tage werden Sascha Schwarz und sein Team hier entrümpeln. Ja, das Fazit von heute ist, wir sind sehr, sehr, sehr weit gekommen. Haben es geschafft, 3 volle Container bis oben zu füllen. Was wirklich stark ist. Man sieht hier auch wirklich viel, viel Luft im Gegensatz zu vorher. Und ja, morgen geht's weiter und
Die nächsten drei Container werden dann voll. Für heute ist Feierabend. Rund 6 Tonnen Müll müssen reichen.